Hallo Leute, willkommen beim LS19 Lohnunternehmen Bettingen. Dies ist Teil 24. Ja, hier ist die Ernte im vollen Gange. Der ist jetzt auch bald wieder voll, aber noch nicht so ganz bald. Ich habe zu den ganzen anderen Mähdreschern, die habe ich jetzt schon mal ausgeleert. Da sind die Anhänger-Trecker inzwischen angekommen. So, gehen wir die alle nochmal durch. Naja, es läuft so alles brav, wie es soll. Sehr schön. Und jetzt hüpfe ich hier mal zu dem einen mit den Sonnenblumen hin. Hier, da sind wir, genau. Der Auftrag, den wir noch nicht fertig gemacht haben, das ist Feld... Mal gucken. Ein größerer Auftrag... Ja, der ist das. Feld 23 und soll zur Fabrik. Feld 23 und soll zur Fabrik. Okay, da kann ich bei mir über die Graswiese fahren. Das ist doch prima. Gut, wo ist das? Dort, wunderbar. So, da verspreche ich mir hier jetzt auch einiges an Geld. Oh, ich sollte vielleicht mal gucken, wo man am meisten für die Sonnenblumen kriegt. Sonnenblumen. Fabrik? Na prima. Genau da wollen wir jetzt auch hin. So, dann können wir auch gleich das Gras angucken, wie das so wächst. Oh, und hier, ich hatte hier ja dieses Unglück, dass der Helfer hier Hafer angebaut hat. Und hier ist jetzt ein kleiner Haferflecken entstanden. Das kann man dann bei Gelegenheit nochmal wegmachen. Aber ansonsten wächst das Gras hier eigentlich ganz schön. Aber es sieht noch nicht so richtig gut erntereif aus. Und hier ist auch eine Linie übrig geblieben. Nun ja, das wundert nicht. Das kommt man ja auch gar nicht so richtig sehen. Okay, aber ansonsten gedeiht das alles ganz prima. So. Ah, ich habe den hinteren aktiv. Dann schalte ich mal den an. Warum will der nicht? Muss ich da weiter reinfahren? Oder vielleicht die... Ah, der geht. Okay, gut. Immerhin... Vielleicht muss ich beim anderen die Ausladerichtung ändern. Gut. Ups. Also die Abkippseite, so heißt das. Abkippseite hinten. Nee, ich gehe jetzt hier dahin. Ah, okay, es ist jetzt hinten. Jetzt geht's, gut. Oh, und Niki hat schon wieder einen vollen Korntank. Ah, jetzt müsste eigentlich das Geld hochzählen. Jawohl, ja. 37.000. Okay, das scheint mir im Verhältnis zu dem anderen Auftrag eher nicht so viel. Aber jetzt gucken wir mal. Erstmal das weg. Auftrag dieser hier. Der ist abgeschlossen. 8.000, nee, das ist schon sehr viel, weil der Auftrag ist etwa gleich groß gewesen wie der andere. Insofern hat sich das sehr gelohnt, dieser Auftrag. Also wir haben 45.000 gekriegt und nicht nur 8.000. Hat sich richtig gut gelohnt. Abschließen. Okay.
Ja, dann gucke ich gerade mal, ob es noch mehr Ernteaufträge gibt. Diese Ernteaufträge, die sind finanziell wirklich schon so viel lukrativer als die anderen, weil die halt oft das Vierfache bringen oder mehr sogar als der Preis ist. Das ist hier jetzt ja mal ein großer Seeauftrag. Oh, Kartoffeln. Ja gut, da muss man dann so viel Saatgut für die Kartoffeln zahlen. Kartoffelsaatgut ist teuer. Ich denke mal, das lohnt sich nicht unbedingt. Tja. Ich könnte es aber trotzdem hier mit dem gemieteten Saatgut einfach probieren. Ein bisschen Gewinn wird da schon übrig bleiben. Feld 10. Wo ist das? Da unten, oh, das ist groß und asymmetrisch. Da muss ich dann ziemlich viel nacharbeiten. Ich glaube, da lasse ich lieber die Finger davon. So, und sonst ist ernteauftragmäßig nicht viel, sehr viel Sehen. Hier ist auch noch ein großer. Der will Hafer, Feld 25. Und das ist auch groß. Ich denke mal, mit den Seeaufträgen und so, da warte ich jetzt ab, bis ich hier wieder durch bin. Irgendeiner hat doch einen vollen Korntank. Aber sie fahren gerade alle. Das ist dann wohl der hier, genau, der ist es. So, dann fahren wir da mal dran vorbei. So. Dann machen wir erstmal den hinteren voll. Ja, die Frage ist, wird der wenden können, wenn wir hier stehen? Ich glaube, ich warte besser ab und mache mich dann aus dem Staub. Denn das könnte ein bisschen schwierig werden mit dem Wenden. Der tut sich ja sowieso mit dem Wenden etwas schwer, weil hier immer die Straße ist und so viele Autos und so. So, Achtung, schnell weg. So. Gut. Okay, und die anderen sind, glaube ich, noch mitten am Werk. Ja. Und der ist bald wieder voll, aber ein bisschen dauert das noch. Gut. Dann könnte ich jetzt vielleicht mal hier mich um meinen Hof kümmern, beziehungsweise Silage verkaufen. Gucke ich mal, was es da aktuell für Preise gibt. So. 1315 beim Landhandel Dorf. Das ist ganz okay. Da würde ich sagen, das ist in Ordnung. Aber vorher wollte ich noch was machen, was ihr euch gewünscht habt. Nämlich, ihr habt mir geschrieben, das sieht hier alles so kahl und ungemütlich aus und ich soll es doch ein bisschen dekorieren. Und dann habe ich gesagt, na gut, ein bisschen dekorieren ist in Ordnung, aber auch nicht zu viel, denn mir ist auch wichtig, dass ich hier gut rumfahren kann, ohne dass ich hier ständig irgendwo gegenfahren muss oder so. Da ist hier dieser Baum schon ein erheblicher Störfaktor. Aber an ein paar Stellen könnte ich vielleicht noch Bäume und ein paar Pflanzen setzen. Das mache ich jetzt mal. So. So, ist das bei Diverses oder Deko? Ich glaube eher bei Deko. Ich habe selber auf meiner Webseite, also nicht die, aber diese hier, habe ich ein paar Bäume und Büsche als Zierpflanzen-Mod, den man sich runterladen kann. Meine Webseite heißt Oma Tanner spielt.
LS19lohnunternehmen.de, jeweils mit Bindestrichen. Also so wie mein YouTube-Kanal heißt auch meine Webseite. Und da könnt ihr euch zum Beispiel einen gesammelten Mod mit diesen Deko-Pflanzen runterladen. Und Bäume habe ich auch. Bäume kriegt man natürlich an vielen Stellen, aber bei mir gibt es auch Bäume. So, jetzt kommen hier erstmal ein paar Blümchen hin. So. So. Okay. Und richtige Bäume müsste es auch noch geben. Da habe ich auch einiges an Kübelpflanzen. Mal gucken, vielleicht kann ich diese Kübelpflanze irgendwo sinnvoll unterbringen. Wo würde die denn gut hinpassen? Vielleicht hier, denn da kann ich sowieso nicht durchfahren. So. Na, so ein Ding vielleicht hier vors Haus. So. So. Ja, da sind jetzt die Bäume. Dann nehme ich mal hier, das ist eine sehr große, nehmen wir mal eine große Birke. Gucken, wie groß ist die? Ja, ungefähr so wie die Birken hier auch. Obwohl, das ist hier Birke sehr groß. Dann ist diese hier deutlich kleiner. Aber ich dachte mir, hier könnte ich was hinstellen, weil da fahre ich sowieso nicht. So. Und jetzt drehe ich die ein bisschen. So. Und da vorne könnte ich vielleicht eine größere hinstellen. So. Ach, jetzt haben sie alle schon wieder volle Korntanks. So. Okay. Das lasse ich frei, denn da fahre ich ja öfter mal durch. Gut, und vielleicht packe ich hier noch so einen Kübel hin, beziehungsweise eine Schubkarre mit Blumen. Na, die ist so klein. Die packe ich besser hier in den Hausbereich rein. Vielleicht hier so. So. Und nehme ich vielleicht hier noch so ein Kübel hier. So. Und da noch was. Huch. So, ich denke mal, fürs Erste muss das reichen. Jetzt habe ich ja auch gleich noch ein paar Bäume gepflanzt. Dann ist es nicht so schlimm, dass ich die anderen Bäume da noch absägen werde. Na, jetzt gehe ich hier noch mal rein in den Baumodus. Damit ich da ein schönes Erinnerungsbild machen kann. So. So frei nach dem Motto, ich verziere meinen Hof. So. Sieht jetzt aber irgendwie nicht sehr beeindruckend aus. Nun gut. Jetzt kümmere ich mich mal um die vollen... Der ist voll, gut. Dann steige ich hier gerade aus und flitze zu Fuß zum Hänger.
So. Na, vorwärts, vorwärts. So, ich stelle auch mal den Tag schneller, weil eigentlich will ich ja normalerweise auf fünffach spielen. Ich vergiss das nur hin und wieder. Und hier, da fährt der Mähdrescher noch. Dort wartet er. Ja, komm. So. Ah, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Sehr gut. Oh, und Fiete hat die Arbeit schon erfolgreich beendet. Gut. Der ist momentan noch nicht voll. Okay, das war wohl Fiete. Ja, sieht halb fertig aus. Okay. Dann erledigen wir hier mal den Rest. So. Ob es was helfen würde, wenn ich das nächste Mal bei dem Feld auf dieser Seite hier anfange? Weil irgendwie wird das hier immer stehen gelassen. Aber ich denke mal, irgendwie lassen sie so oder so immer häufig was stehen. Und das bisschen nacharbeiten, das ist ja auch in Ordnung. So. Sind wir hiermit gleich durch. Gut, dann fahren wir da noch auf die andere Kante. Da ist nämlich auch noch einiges. Ja, du wirst doch jetzt nicht schlapp machen. So. Jo, das geht ja jetzt hier halbwegs zügig. Aber da muss ich wohl hin und her fahren. Das werde ich aber wahrscheinlich auch überstehen. So. Gut. Ja, Niki hat einen vollen Korntank. So, das mache ich jetzt hier aber noch fertig. Na komm, vorwärts, vorwärts. Ja, prima, sehr gut. Ja, wunderbar. Und dann gucken wir mal, wer Niki ist mit dem vollen Korntank. Hier wird gerade abgeladen.
Da, das müsste Niki sein, ja. Okay. Setz dich hier mal in Bewegung. Da hinten passt nicht mehr viel rein. Oh, der Auftrag ist auch schon bald durch. Ja, dann haben wir heute schon ziemlich viel geschafft. Na komm, vorwärts, vorwärts. So. Und ich hoffe, dass ich hier jetzt genug Abstand zur Straße habe, dass der trotzdem noch wenden kann. So, der ist jetzt fertig. Wunderbar. Das ist Feld 11. Gut. Hier steige ich hier mal in den Anhängertrecker rein und gucke mal, wo wir hin müssen. Feld 11. Zum Landhandel. Okay. Gut, dann müssen wir da runterbrettern. So. Naja, das ist der Nachteil an den Ernteaufträgen. Die machen schon Arbeit, selbst wenn man Helfer hat. Aber sie bringen auch echt gut Geld. So muss man hier schon rechts. Ich guck mal lieber. So, Landhandel. Ja, sinnvollerweise muss man hier, links muss man. Nicht rechts. Da um die Kurve. Zack, zack. Jawohl, sehr schön. So. Okay. Na, 12.000 extra. Das ist gut. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass man für diese Überschüsse mehr kriegt als normal. Weil es dauert immer ziemlich lange, bis die Meldung kommt, jetzt ist er fertig. Dann haben wir oft nur noch so ein bisschen was im Anhänger und kriegen trotzdem noch ordentlich Geld. Aber da, ich bin nicht reaktionsschnell genug, um das dann zu stoppen und dann weiterlaufen zu lassen. Darum wird es wohl bei einem Verdacht bleiben. Aber auf jeden Fall sind 12.000 doch ganz gut. Dann kann ich den Auftrag jetzt auch abschließen. Jawohl, da kommen jetzt noch mal fast 4.000 dazu. Sehr gut. Gibt's neue Ernteaufträge? Nee, wir wollen alle gesät haben. Hier dieser kleine Popliche. Tja, naja, dann werde ich nachher wohl noch sehen. Ja, jetzt fahre ich mit dem mal nach Hause und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich hier auch den Mähdrescher schon heimgebracht und den Anhänger. Und eben kam eine Meldung von einem anderen Auftrag, der fertig ist. Der hier ist nicht fertig. Der auch nicht. Es war auch Niki. Das ist, glaube ich, der in dem John Deere. Oh ja. Okay. Ja, das sieht tatsächlich relativ fertig aus. Dann würde ich sagen, machen wir das noch. Aber
Naja, ich nehme das mal nicht auf, wie ich hier diesen Mais abmähe, abernte. Das habt ihr jetzt schon genug gesehen. Wir sehen uns dann, wenn ich das abliefer und die Zahlen reinkommen. So, hier habe ich jetzt fertig geerntet. Jetzt gucken wir mal, wo ich das abliefern muss. Das ist ein größerer Maisauftrag. Das ist wahrscheinlich dieser hier. Feld 21. Nee, ich bin auf Feld 6. Okay. Feld 6. Dann ist das vielleicht der hier? Nein. Der. Gut. Landhandeldorf. Okay. Jo, dann fahre ich hier wohl über den Kamm drüber. Weil dann ist es gleich dort. So, die ganze Zeit will ich schon immer meine Silage verkaufen. Aber hier gibt es so viel zu tun. So, mal gucken, ob ich da durchkomme. Ein bisschen knapp wird das schon mit dem Busch da. Nur, es geht. So. Okay. Da muss ich wohl auch erst wieder umschalten, jawohl. Sehr gut. Na, das geht eigentlich ganz gut, dass man ab und zu auch noch mal einen zusätzlichen Ernteauftrag mit Mietgeräten macht. Da muss man sich nicht so schnell noch einen zusätzlichen Mähdrescher anschaffen. Weil wenn ich mir einen neuen Mähdrescher anschaffe, dann glaube ich schon einen etwas größeren. Ich mag es zwar nicht, mit einem Schneidwerkswagen durch die Gegend zu fahren, aber ich denke mal, es steht trotzdem an. Also mal gucken, mal gucken. Es läuft ja so ganz gut. So. Wie? 66% wurde an Feld 21. Habe ich da jetzt was verwechselt? Das wurde jetzt nicht für Feld 6 gezählt, sondern für Feld 21. Ah ja, die wollen beide ihren Mais bei Landhandeldorf abgeliefert haben. Na gut, wenn ich dann mit dem anderen fertig bin, wird's dann umso mehr geben. Gut. Ja, Hauptsache abgeliefert. Dann stelle ich den hier mal irgendwo in die Gegend, den Anhänger, weil den brauche ich jetzt ja nicht mehr und ich kann den Auftrag ja noch nicht abschließen. Na, und Eike hat einen vollen Korntank. Sehr schön, Eike, und der hier auch. Okay. Gut. Dann fahren wir erstmal hier hin. Ja, da kommt man ja zu gar nichts vor lauter Ernteaufträgen. Aber ich meine, das ist ja Sinn und Zweck meiner Firma, dass ich hier hauptsächlich Ernteaufträge mache. Und nebenbei auch mal andere Aufträge und noch nebenbei auch mal andere Sachen, also Silage produzieren. Aber Hauptsache bin ich ein Ernteauftragsnehmer. Und wenn mich das beschäftigt hält, dann ist es halt so. Es gibt ja genug zu verdienen dabei. So. Ja, das ist jetzt nicht so optimal dran gefahren. Vielleicht sollte ich ein bisschen näher ranfahren. Nee, 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 nee. Ja.
Da, ich will alles. Jawohl. Ja, da kann man auch unsere Pferde sehen. Die werden jetzt einfach ganz gemütlich, Tag für Tag mehr wert. Und irgendwann fange ich mal an, eins zu verkaufen und kaufe dann ein neues und mache dann schon mal ein bisschen Profit. Aber je länger ich abwarte, desto größer wird der Profit ja unterm Strich. Und momentan besteht ja keine große Eile mit Pferdeverkauf. So, sehr gut. Ja, da wird es auch viel nachzubearbeiten geben. Aber das war relativ klar bei diesem Feld. So, der ist fertig. Der auch. Gut. Na, dann kann ich vielleicht mal endlich Silage verkaufen gehen. Oh, und die Folge ist auch schon wieder ordentlich lang. Aber hier eine Fuhre Silage verkaufe ich noch. Damit noch mehr Geld reinkommt. So. Okay. Und jetzt fahren wir vielleicht mal so rum. Huch. Ah, jetzt habe ich mich hier festgehängt. Also erstmal rausfahren. Jawohl. Und jetzt so rum. Denn wenn ich da andersrum reinfahre, dann hänge ich oft in der Halle fest. So. Gut. Ja, ich krieg Silage. Gut, das wollte ich auch. Das hier, die Silo-Gruppe ist schon ein bisschen dicht an dieser Halle hingebaut. Hätte ich eigentlich noch etwas weiter wegbauen sollen, um da gut hinfahren zu können. Ja, aber da waren Bäume und ich denke mal, es geht so. So. Ja, das müsste dann auch einen ordentlichen Batzen Geld geben. Noch mehr als gestern. Also zumindest ein bisschen mehr. So. Na, wie da die Finanzen reinrauschen. »44.000. Ja, das ist in Ordnung. Damit kann man leben. Und da kann ich jetzt noch mehrere Fuhren machen. Ja, ich denke, das werde ich auch tun. Und zwar zwischen den Folgen. Und wenn ich damit fertig bin, dann beginnt die nächste Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!